Ja, heute ist der 20. Mai, der Samstag vor Ostern, und wir haben wieder heute wieder wunderbares Radlwetter, so dass wir uns jetzt entschieden haben, heute den Rheinauenweg ein Stück weit Richtung Basel zu fahren. Ja, vorher machen wir jetzt noch einen Abstecher in den Garten der zwei Ufer. Mal schauen, wie da so die Blüte ist und so. Das ist eine Anlage, die noch von der Landesgartenschau herkommt. Auf der französischen Seite vom Rhein, genau. Hier gegenüber. Genau. Und ja, wahrscheinlich fahren wir bis Meisenheim, aber da gucken wir jetzt noch, wie lange wir Lust haben. Und dann haben wir vor, so über die Radwege zwischen den Äckern dann wieder zurückzufahren. Gut, dann bis später. Bis später. Herrliches Wetter heute und trotzdem noch nicht so viele Leute unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr. So, ja, so Richtung 12 Uhr haben wir jetzt am Samstag. Das ist wirklich, wirklich herrlich. Da drüben waren wir gerade eben. Und jetzt geht's rein aufwärts. Das ist unser Wegzeichen, der Rheinauenradweg. So, hier haben wir den Rheinauenradweg. Der geht jetzt im Rheinwald durch bis Basel. Thank you.
Hier sind überall solche, ja, teilweise wohl Altrheinarme oder kleine Tümpel. Ich weiß nicht, ob die angelegt worden sind. Hier ist auch einer. Das ist wirklich ein Paradies für Frösche, Amphibien allgemein und Insekten. Toll gemacht. Wenn mich richtig erinnere, war das letztes Jahr noch nicht da. Aber naja, oder es war zu trocken, kann auch sein. Prima. Wir fahren jetzt auf Altenheim zu. Rechts von uns, ja, etwas hinter uns, ist die Plimnenbrücke Richtung Frankreich. Hier gibt es zwei sehr schöne Badeseen. Davon werden wir einen nachher sehen. Ja, ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bunker, der Teil war des Westwalls. Die Bunker wurden dann alle gesprengt nach dem Krieg. Ja, hier hinter mir haben wir jetzt wieder einen schönen Altrheinarm. Etwas zugewachsen. Und direkt hinten dran ist etwa 200 Meter weiter oder so ist dann schon der Rhein. Wie immer in unserem Breitengraden. Kurz empfiehlt sich meines Erachtens kurz abreiben. Wir haben ein Hochrisikogebiet für FSME, also durch Zecken übertragene Krankheit. Und also Hirnhautentzündung. Und ja, wenn man sich, nachdem man so etwas durchs Dickicht gegangen ist, kurz abreibt einfach, fallen die dann auch schon wieder ab. Meistens. Ja, hier links sind solche Parzellen, die man da nutzen kann, zum Teil mit Bänken und Tischen. Sehr schön. Gegenüber dann der See.
So, unser weiterer Weg ist wegen Renovierungsarbeiten einer Brücke gesperrt. Jetzt fahren wir doch an den Rhein und fahren halt dort. Das sind immer so Etappen von, keine Ahnung, einem Kilometer, bis dann die nächste Querstraße kommt. Und das umfahren wir jetzt einfach. Da hinten ist schon der Rhein. Das sind also 300 Meter, 200 Meter, dann ist man am Rhein. So, jetzt haben wir etwas umdisponiert, fahren doch ein Stück am Rhein. Ist auch sehr schön hier. Gerade hatten wir noch eine Liegeradpräsentation bei netten Leuten, die gerade da saßen. Denen hat das ganz gut gefallen. Jetzt fahren wir mal hier weiter. Gerade ist uns ein Sprinter entgegengekommen, Kanu-Taxi. Das ist natürlich auch praktisch. Muss man nicht wieder zurückpaddeln und muss sich organisieren mit Rückfahrmöglichkeit. Nicht schlecht. Wir haben jetzt Goldscheuer und Marlen hinter uns gelassen. Er hat uns jetzt Kehl, also Kehl-Sundheim, haben gerade kräftig Gegenwind. Ja, es war eine super Tour mit herrlichem, ja, wirklich Wetter heute. Und ja, wir sind bis knapp Meisenheim gefahren, am Rhein entlang und dann sehr viel Rheinauenweg. Ja, und jetzt geht's nach Hause, jetzt gibt's noch einen gemütlichen Abend. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.